Hallo. Herzlich willkommen hier aus unserem Versteck in der Truhe. Nein, es geht auch so. Okay, wir können hier direkt weitermachen. In der letzten Folge hatten wir mit dem Gesellen ja ein paar Probleme. Und jetzt sind wir einfach dran vorbeigehuscht. Das sollte auch reichen, damit wir uns mal hier hinten in Ruhe umsehen können. Hier gibt es nichts Interessantes, vielleicht auf dem Schrank. Kerzen haben wir. Die Reise des Barden, ein Buch. Und der Verlies-Generalschlüssel. Na hallo. Stürmische Gewässer. Öltopf, wir sind aber voll. Also unsere Laterne ist voll. Da ist nichts drin. Schlafen. Wir werden aber nicht hier schlafen. Verschlungene Herzen. Mein lieber Scholli. Apfel und mehrere Florin. Und hier oben sehe ich auch schon wieder Häftlingslogbuch. Das Logbuch wird sorgsam geführt. 12.04. Willem Stord wegen Pastetendiebstahl zu 5 Tagen Verlies verurteilt. 12.04. Der berüchtigte Brat Otto Pulverfass wird wegen Todesstrafe im Verlies von Burg Diorin in Gewahrsam gehalten. Die Hinrichtung wird innerhalb von 2 Tagen ausgeführt. Der nächste Eintrag sieht sehr schludrig aus. Er wurde offensichtlich von jemand anderem geschrieben. 14.04. Pirat gehult und hängt Befehl des Kapten. Dieser Eintrag ist wieder sehr sorgfältig verfasst. Willem Stord aus seiner Zelle verschwunden ist durch und durch rätselhaft. Okay, er wurde also nicht gehängt. Verlieskarte. Ah, sobald du eine Karte von deinem aktuellen Standort hast, kannst du Left-Button halten, um schnell auf sie zuzugreifen. Es gibt also doch sowas wie eine Automap, okay? Du kannst dir deine Karten auch über dein Inventar ansehen. Käse. Ah ja, Schicksalskarte. Guck mal. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich super viele Türen, ne? Die wir jetzt mit diesem Generalverliesschlüssel öffnen könnten. Aber das machen wir erstmal nicht, ne? Wir öffnen jetzt erstmal hier das Dingen. Und sind draußen, der Burghof. Und jetzt müssen wir auf den Wachturm mit unserem geheimnisvollen Befreier reden. Wir können aber auch hier mit dem Schmied reden. Schmied, alles klar, Maus? Guten Morgen. Kann ich dir irgendwie helfen? Was meinst du damit? Du siehst ganz schön verloren aus, also als suchtest du nach Antworten. Für ein paar Florin würde ich dir vielleicht die ein oder andere Sache verraten. Fußnote? Florin, das wissen wir schon. Schieß los, frag mich etwas. Ich suche meine Frau. Mera, hast du sie gesehen? Das kostet 2 Florin. Ich werde wiederkommen. Wir geben erst nochmal kein Geld aus. Gibt's sonst noch was? Ja, wir gucken uns aber nochmal die Fragen an. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Wo bleiben meine Manieren? Ich heiße Rolo. Wie geht's dir, Rolo? Ich sag unseren Namen mal nicht. Wir sind ja immerhin Gefangener hier. Kann ich klagen? Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Ja. Dieser Ort ist das reinste Labyrinth. Kannst du mir helfen, mich zurechtzufinden? Wonach suchst du denn? Karte haben wir. Ich muss oben auf den Wachturm. Hast du 6 Florin? Nicht für sowas. Das finden wir auch so raus. Und sonst? Ich suche verschiedene Kleidungsstücke. Ach, sag mir, was du brauchst. Ich muss eine Piratenmontur finden. Tatsächlich? Du willst ein Pirat sein, was? Glaubst du, du hast das Zeug dafür? Das ist kein Spiel, Maus. Das sind alles Schurken und Mörder. Der Frosch unten im Verlies, der würde dich ohne mit der Wimper zu zucken abstechen. Gerold, ich hätte gedacht, dass er mich eher erwürgen würde. Oh, dann hast du ihn bereits getroffen? Alles klar, ich für meinen Teil habe alles gesagt. Also dann. Wenn ich dir helfen soll, musst du dich hier zuerst orientieren können. Mal sehen. Wenn du sie nicht selbst findest, kann ich sie für dir für sagen... Karte verkaufen. Nein. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? 6 Florin pro Stück. Karte vom Burghof. Danke erst einmal nicht. Die Karte vom Burghof für 6 Florin. Nee, erstmal nicht. Wir gucken uns erstmal so um. Danke, nein. Alles klar.
Glasschleim. Wenn du das Glas geworfen hast, zerbricht es und hinterlässt eine Schleimlache, in der unbeschuhte Wachen ausrutschen hinfallen können. Kann für Ablenkungsmanöver verwendet werden. Ah, okay. Glibbriger, rutschiger Schleim. Getreide. Bauchreifen einer Wache. Ah, eine Plattenrüstung aus Eisen, die standardmäßig allen Mitgliedern der Rattenwache ausgehändigt wird. Die Wachen von Burg Diorin operieren unter einem geheimen Kodex. Trage diese Montur, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Okay, das heißt, wenn wir die komplette Montur haben, erkennen uns die Wachen nicht mehr, oder was? Nichts drin, nichts drin. Flaschen haben wir genug. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier einfach, ne? Ist ja ein kleines, Rollenspiel schon. Ich weiß nicht, nervt der Motion Blur? Ich will mir eben was ausprobieren. Helligkeit, da. Nehmen wir die Maus jetzt kurz. Blumen, Bewegungsunschärfe. Oh, war ja, da kommt eine. Ist besser, ne? Ohne Bewegungsunschärfe. Oh ja. Die darf uns nicht entdecken. Dann gehen wir erstmal hier reinschauen. Schleim stecke ich mal weg. Hier geht's auf jeden Fall nach oben. So, ich laufe einfach mal ein bisschen ohne Ziel und Verstand hier rum. Wir haben hier Stühle. Brauchen wir doch aber eigentlich gar nicht, oder? Aua! Okay, nicht tot. Ich dachte schon. Vielleicht gehen wir einfach mal hier hoch. La 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 la. Ein Passierschein. Ach, warte mal, wir haben doch noch, wir haben hier noch ganz viele Bücher. Die Reise des Baden, eine Abhang. Die Reise des Baden brachte ihn nach Norden in ein tiefes Tal, wo vor nicht allzu langer Zeit eine große Schlacht zwischen zwei Heeren stattgefunden hatte. Die Leichen beider Seiten lagen auf dem Schlachtfeld verteilt. Wer genau hier lag, hatte seine Bedeutung verloren. Am äußersten Rand des Tals auf einer Anhöhe hatten die Sieger ihr Lager aufgeschlagen. Der Bade traf kurz vor Sonnenuntergang dort ein und wurde willkommen geheißen. Willkommen geheißen? Er erfuhr, dass 9 Soldaten wegen Fahnenflucht und Feigheit verhaftet worden waren und bei Tagesanbruch hingerichtet werden sollten. An diesem Abend bat der Kommandant den Baden, das Lied »Das Feuer der Unsterblichen« zu singen. Damit wollte er seine treuen Soldaten daran erinnern, welch Ruhm ihnen der Heldentod brachte und die Deserteure an die Schande, die sie im Jenseits erwartete. Der Bade tat, wie ihm geheißen, so wie es seine Pflicht war. Doch zuerst ließ er heimlich einen kleinen Kiesel, den er auf dem Schlachtfeld aufgehoben hatte und der noch warm vom Blut befleckt war, in seine Laute gleiten. Und dann spielte er, worum man ihn gebeten hatte, und hielt sich genau an Noten und Text des Liedes. Aber der Klang der Laute, sonst warm und lebendig, wurde scharf und kalt durch den Stein, und die Soldaten dachten nicht an den Ruhm der Schlacht, sondern an jene, die sie verloren hatten, ihre Kameraden und Freunde. Und an die Mutter, die nie wieder ihren Sohn zum Essen rufen würde oder ihn dafür schelten konnte, dass er zum Holzhacken sein bestes Gewand getragen hatte. Doch als das Licht des Feuers langsam erlosch, befahl der Kommandant dem Henker, 9 Seile für den kommenden Tag vorzubereiten. Als der Morgen kam, waren die Deserteure verschwunden und ihre Fesseln auf mysteriöse Weise geöffnet, obwohl der einzige Schlüssel immer noch an einer Schnur um den Hals des Kommandanten hing. Ein kluger Bade weiß, das Lied selbst ist nicht so wichtig wie die Weise, wie es, in der es gesungen wird. Schön eigentlich, ne? Ganz schöne Texte hier. Stürmische Gewässer. Der Veljasee von Arn und Ringer. Burg Diorin. Burg Diolon thront schon seit Jahrhunderten am Ostufer des Veljasees. Einst für einen lang vergessenen Zweck errichtet, spielt sie eine ausschlaggebende Rolle bei der Abwehr der mächtigen Streitkräfte der Frettchen von Salza. Heute beherbergt sie eine kleine Garnison der Rattenwache des Barons. Das einst prachtvolle Bauwerk ist mittlerweile verfallen und sein größter Feind sind nicht mehr die Marine.
die Gewässer der See, ja. Bugdirium bekommen. Mitglieder des Rattenwache, die auf irgendeine Weise das Missfallen des Barons erregt haben. Von diesem Posten gibt es wortwörtlich kein Zurück mehr. Habe ich jetzt übersprungen, weil wir das schon in der letzten Folge, glaube ich, in einer Fußnote und in der vorletzten sogar gelesen haben. Verschlungene Herzen, ein Roman von Rex Peck. Wütend stürzte sich die Mäusin auf Rex, die Zähne gebleckt, das Fell aufgestellt, eine Spiegelscherbe wie ein Dolch in ihrer rebellierenden Pfote. Mit seinem kräftigen Arm packte der attraktive Kapitän mühelos ihr schmales Handgelenk und zog sie eng an sich. Er war viel stärker als sie und sie wusste es. »Dafür könnte ich dich aufknüpfen lassen«, grinste er. Udit lachte spöttisch auf, ihre roten Augen brannten wie Feuer. »Dann mach doch, ich sterbe lieber, als nur einen Moment länger unter der Herrschaft des Barons zu leben.« Sie riss sich auf seinem kräftigen, schraubstockartigen Griff los, stolperte und schlug hart auf dem kalten Steinbogen der Zelle auf. Rex ging auf sie zu, sein Herz schlug so laut in seiner muskulösen Brust, dass Udit es hören könnte, wie ferne Trommeln, die vor einem aufkommenden Sturm künden. »Fass mit dir an«, fauchte Udit. Als sie sich umdrehte, trafen ihre rubinroten Augen auf seine, herausfordernd, seine Seele durchbohrend, wie ein Entdecker, der eine fremde Insel hinter dem Horizont erobert. »Fass mich nicht an«, ihre Stimme war nur noch ein Flüstern, ihre Ohren zitterten wie eine ungeschriebene Einladung und plötzlich, der Rest des Textes ist zum Glück unlesbar. Ich glaube, hier haben wir einen kleinen Liebesroman vor uns. Ah, das ist die Karte und das ist Passierschein für die Peserstraße. Auf Anordnung des Rats der Roten Pfote darf der Träger dieses Dokuments die Peserstraße sicher passieren, unbeschadet und unbehindert, als wäre der Schwanz des Reisenden der des Barons höchstpersönlich. Diese Schwanzsachen irritieren mich. Nahrung, Kleidung, wir haben hier einmal um die Taille. Ein Bauchreifen von der Rüstung einer Wache, die aus schweren Eisenplatten gefertigt wurde und das Becken um die Hüfte schützt. Wir kriegen aber Ausdauer, wir kriegen Unauffälligkeit. Okay. Legen wir mal an. Werkzeuge, haben wir den Schleim gekriegt, diverses. Was ist das? Schicksalskarte. Die Vorderseite der Karte zeigt die Illustration einer wunderlichen Kreatur. Ihre Gliedmassen sind zu geheimnisvollen Symbolen gebogen, deren Bedeutung du nicht verstehst. Taschentuch. Die ganzen Schlüssel hier. So, okay. Panzermaschiger Gesichtsschutz. Eine Maus in Rattenkluft. Was ist das? Ah. Hauptsächlich zu Zeremoniellen. Oh, okay. Auch interessant, wie man so Nagetierrüstungen entwerfen kann, ne? Ich glaube, das hilft uns ein bisschen davor, von den Rattenwachen zumindest nicht ganz so leicht entdeckt zu werden. Na, wobei er ist da schon sehr penibel. Hier geht's auch noch rein. Wo geht's denn hier lang? Oh oh. Oh oh. Da war was. Dreiköpfige Eichel. Na gut, wir haben es bis hierhin geschafft. Die Tür mache ich nicht auf. Ich glaube, da steht nämlich der Kollege davor. Und hier nichts drin, aber viele Versteckmöglichkeiten. Stöcke, Becken, bla bla bla. Ist auch noch ein Fass. Nischt. Eine Leiter. Aber für was ist es gut? Weiß ich gerade nicht. Da ist nur die Frage, wieder zurückzukommen hier, ne?
Wir müssen auf jeden Fall wieder da hinten hin. Und dann am besten wieder in den Haupthof. Steht der noch da? Nee. Okay, geschafft. Aus welchem Grund auch immer, ich würde gerne mal speichern. So, speichern können wir halt nur im Versteck. Aber das macht ja nichts. Der Brunnenschlüssel. Wie kommen wir denn an ihm vorbei da? Ach, guck mal, da hinten steht auch noch eine. Wie kommen wir denn an ihm vorbei? Ah, guck mal da oben. Ich gehe nochmal dahin, wo wir eben runtergefallen sind. Da oben ist unsere Ausdauer, alles klar. Ah, drücken. Und jetzt können wir hier drauf. Und von da aus können wir dann hier rüber, ne? Ja. Die Leiter habe ich nämlich gerade entdeckt. Okay. Ich würde gerne mal dahinter gucken können. Ah, so geht's auch. So, jetzt. Ach nö. Och, Menno. Naja, auf ein neues. Das Spiel verzeiht Fehler nicht so schnell. So, hier drauf. Ganz vorsichtig darüber. Stock haben wir genug, ne? Ja. Und dann, ja. Bin schon wieder überfragt hier. Hä? Was hat denn uns das jetzt gebracht? Gitter. Das Gitter sieht nicht besonders gut befestigt aus. Ja. Heißt, ich kann da vielleicht mit einem Stock gegen oder was? Nö. Aber hier oben haben wir ja auch einen Stock. Wow, bloß nicht runterfallen. Hier liegt ja auch nochmal ein Stock. Aber... Oder muss ich da oben gegen? Ah! Alles klar! Dankeschön! Jetzt können wir das als Leiter verwenden, ne? Ja. Sehr gut! Läuft! Florin und Waldläuferstiefel. Waldläufer sind Söldner, gekonnte Spurenleser und häufig in Garnisonen wie Großbiringen und Burg Diorin anzutreffen. Die Soldaten der Rattenwache unterliegen der strengen Anordnung, die Waldläufer ungehindert ihren Geschäften nachgehen zu lassen. Es herrscht eine Art brüchiger Waffenstillstand. Eine Waldläuferkapuze, die schauen wir uns mal an. Gibt eigentlich ganz gute... Ganz gute Boni. Und Beine haben wir eh noch nix. Kann ich mal eben kurz... Ach du Heilige. Was sind das denn? Oh, wie süß. Ey, wir sehen gerade so hunzelig aus einfach. Total gemischt mit allem, was wir hier finden.
Ging es jetzt aber dann hier nach oben nur hier hin oder wie? Oh. Ich möchte behaupten, das war ein Glitch. Unverschämtheit. Frechheit. Ah, wir haben ja zum Glück gespeichert. Ich gehe da nochmal hin. Den Stock. Wahrscheinlich sind wir irgendwie so ungünstig gefallen. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder? Oh oh. Oh oh. Oh, das war knapp. Nix hier, der Schmied hat auch nichts zu sehen. Ei, caramba. Okay, wir sind auf jeden Fall da hinten wieder rausgekommen. Ich habe jetzt gespeichert. Wir gehen hier raus. Und beim Schmied sind wir, glaube ich, hier hinten noch ein bisschen in Sicherheit. Und dann... Dann würde ich sagen, sagen Thilo und ich für diese Folge mal, danke, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal für Thilo einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo für mich oder ein Kommentar für uns beide, ne? Wenn ihr Anregungen habt, auch zu den Geschichten hier oder sowas, lasst doch einfach mal einen Kommentar da. So, ansonsten sage ich, morgen geht's weiter in der nächsten Folge Ghost of Tales. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Und dann werden wir, denke ich mal, da hinten noch mal ein bisschen weiter reingucken, weil wir müssen immer noch nach oben. Ich weiß noch nicht, wie es hier nach oben geht. Ich hoffe, wir finden es raus, ne? Bis morgen. Macht es gut. Ciao.